Wenn du hoffst, dass ich aus deiner Hand lesen kann, wie du heiraten sollst, dann vergiss das gleich wieder. Ich weiß nicht, was morgen geschehen wird, dafür bezahle ich Spione. Was mir gerade so auffällt, wir haben bis jetzt nur zwei weibliche Gruppenmitglieder, nämlich Palegina und Sagani. Alle anderen sind Kerle. Keine Ahnung, warum mir das gerade einfällt. Medium zu sein ist ähnlich wie Wächter zu sein. Man bemerkt mehr über die Dinge, die bereits existieren. Many can hold an object and know where it's been, or peer into the thoughts of people around them. They can also sometimes affect those thoughts, but that would be unethical, of course. A tiny talented few pick up so much about the world around them, they can get images of things to come, but these are fleeting and unreliable. Viele können einen Gegenstand in der Hand halten und wissen, wo er war, oder blicken in die Gedanken der Leute um sie herum. Manchmal können sie diese Gedanken auch beeinflussen, aber was wäre natürlich unethisch? Sie zieht eine ihrer aufgeweichten Augenbrauen hoch. Ah, die hat nur nicht bei mir Augenbrauen. Einige wenige, sehr wenige sind so talentiert und nehmen so viel von der Welt um sich herum auf, dass sie in Bilder von Dingen entscheiden. Die Bilder sind jedoch vergänglich und unzuverlässig. Du hast gesagt, du weißt nicht, was morgen geschehen wird. Who said I was talented? I don't. Least not that I can trust. And with me, it's only ever about one thing anyway. Wer hat gesagt, dass ich talentiert sei? Ich nicht. Zumindest nicht zuverlässig. Und mir geht es ohnehin immer nur um eins. Was? A quiet day at home. Sie blickt hinter sich auf einen kleinen Tisch und ein seltsames Lächeln erobert ihr Gesicht. Einen ruhigen Tag zu Hause. Ja, okay. Gibt es einen There Fürstwelp? was. Es gab ihn. Was ist passiert? He believed in dying with dignity. He was old-fashioned that way, my husband. We saw the world very differently, he and I. But he was good to me while he lasted. Er glaubte daran, in Würde zu sterben. In diesem Punkt war er altmodisch, mein Gemahl. Wir haben die Welt mit unterschiedlichen Augen gesehen, er und ich. Aber er war gut zu mir, solange er lebte. Sprechen wir über etwas anderes. Sie blickt dich erwartungsvoll an. Lebt wohl. Try your best not to die out there. Bemühe dich bitte, am Leben zu bleiben. Okay. Dann lassen wir sie mal hier wieder in Ruhe. Gehen jetzt rasten, was ich ja vorhin schon vorhatte. Und dann geht es zurück in den Erbhügel. Vom Erbhügel. Können wir jetzt endlich diesen Turm betreten? Wobei ich langsam die Vermutung habe, dass dieser Turm das Problem im Erbhügel ausgelöst hat. Also etwas in diesem Turm. Edelmann, Edelmänner, Beseler, Dünotstraße, Bote, du stehst immer noch hier rum. Ein Beseler, der nichts sagt. Okay. Einmal Kupfer weg, bitte. 12 Minuten nur. Weil wir müssen ja auch Zeit vergehen lassen, um unsere schicke Festung aufzubauen. Vor allem die Kaserne ist jetzt mal wichtig, dass ich ein paar Soldaten anheuern kann, die Burg verteidigen. Bis jetzt sind die Räuber ja der Burg ferngeblieben, weil sie eine Mauer hat. Right. Aber wirklich ordentlich Sicherheit kann ich noch nicht bieten. Dazu brauche ich erst hier die Kaserne. Vielleicht kann ich dann auch Leute anheuern, die diese Aufträge für mich erledigen. Die Türme wären eine nächste gute Investition, die sind nicht so teuer. Bibliothek übrigens auch.
Ja, mit der Bibliothek hätte ich dann schon mal die, glaube ich, die Innenräume aufgebaut. Nee, die Händlergilde fehlt, die Händlerstädte fehlen noch. Und dann fehlen noch die ganzen Außengebäude, also ist noch genug. Die Waldlandpfade fehlen noch, die könnte ich dann als nächstes machen. Also erstmal innen drin ausbauen, dann die Türme. Die Mauern kommen wahrscheinlich ganz zum Schluss. Die Mauern wieder noch zu verstärken. So, jetzt wollen wir aber erst einmal hier rasten. So, die Toten stehen immer noch dort. Guards keep you. Ah, Zimmer bitte. Athletikmechanik. So. Das würde ich immer noch irgendwie irritieren, dass die da stehen. So. Wir sind ausgeruht. Wir haben einen Bonus auf Mechanik und Athletik. Das heißt, wir werden nicht so schnell müde. Gut. Das heißt, es geht jetzt in den Erbhügel. Dauert 30 Minuten dorthin. Und ich sollte wirklich mal gucken, dass ich Schriftrollen aussortiere, die ich nicht brauche und die verkaufen. Also Heilungsschriftrollen, die kann ich behalten. Kurzer Quicksave. Aber so andere Schriftrollen kann ich mal gucken, dass ich sie aussortiere. Also gerade sowas wie Chaosfuß würde ich nicht benutzen. Hier das hier, was Sachen verringert. Schriftrolle des Schutzes. Ah, wahrscheinlich ja auch nicht. Was ist das? Schriftrolle des Zwillingssteins. Das ist ein Angriffszauber. Ich werde mal gucken, dass ich bei den beiden hier die Zauber verteile. Angriffszauber bei ihm, Unterstützungszauber bei ihm. Wirkungsraus Ziel plus zwei Feinde Ziel überspringt. Steht aber nicht hier das Dings. Achso, das ist ein Kettenblitz einfach. Okay. Ritual der ungezähmten Wildnis. Das können wir zum Beispiel loswerden. Überleben brauchen wir nicht so wirklich. So Netzschriftrollen, alles was so Bewegungsfreiheit einschränkt, brauchen wir eigentlich gar nicht. So, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Die gewaltige Steintür des Turms versiegelt. Die Worte sprechen, die du von dem Akolyten des Bernen Schlüssel gelernt hast. Du hörst einen verborgenen Mechanismus rattern und klacken und die Tür öffnet sich. So, das ist ein böser Turm. Hier sollten wir durchschleichen. I shall be discreet. Neue Karte entdeckt. Turmstufe 1. Ich frage mich, wie viele Stufen der hat. Oh. Erst einmal haben wir einen neuen Auftrag. Durchschnittliches Abenteuer. Ja, Sagani, gehen wir auf die Suche und wir sind in den Turm eingedrungen.
Endloses Erbe. Durch das Tor des Todes. Der Einsiedler vom Hause Hardred. Ich wurde von Lady Webb in die Dürrothstraße berufen. Lady Webb hat mich gebeten, sie jederzeit auf dem Laufenden zu halten, wenn ich mehr über die Aktivitäten des Bernden Schlüssels in Dürroth weiterfahre. Eigentlich, was ich beim Verfolgen der Spuren in den Katakomben der Kirche von Vujicic herausfinden kann, würde für sie nützlich sein. Nachdem ich in Sanatorium von Farnheim auf Taos gestoßen bin, ließ ich Lady Webb wissen, dass er anscheinend versuchte, den Ruf der Beseeler zu ruinieren. Ha, irgendwie war das wohl falsch geskriptet. Endloses Erbe. Die Vision des Akolyten hat mich nicht darauf vorbereitet, was ich hier gefunden habe. Der ganze Distrikt wandelt vom wiederbelebten Leichen. Es wird nicht leicht, mich zur Spinne des Turms vorzukämpfen. Und ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Also ja, wir haben hier... Wir haben hier Dings, Hule. Okay, aber diese Dings sind nicht sehr hart. Und hier mischt wohl einer Gift. Und wir haben wieder den Zettel da oben. Das kann doch nicht wahr sein. So, einmal die Schnellheilung. Ach, ein Dark Ghoul ist auch dazwischen. Da waren zwei Dark Ghoul dazwischen. Was war mir gerade mit Palegina los? So. Okay. Ich glaube, ich muss aufpassen mit meinem Klicken, dass die Schriftrolle vorher immer verschwindet. Jetzt haben wir die nämlich schon wieder da oben. Okay, kein Problem. So, Schriftrolle ist weg, Palegina wird geheilt. Und ich wollte gerade gucken, Steuern eingetrieben. Ja, nur 74 ging an Banditen verloren. Die Quest wird gerade von Sargani erledigt. Das ist in 5 Stunden fertig, gut. Be cautious. So, gucken. Gucken wir uns mal hier unten erstmal ruhig um. Die Matratze ist knotig und riecht nach altem Heu, aber wer auch immer zuletzt hier schlief, hatte es sich gemütlich gemacht. Tindricks Brief. Liebste Mutter und Vater, es wird euch sicher freuen zu hören, dass ich seit meiner Ankunft in der Stadt schon viel gelernt habe. In der Nähe gibt es viele unglaubliche Ruinen und Meister Greg hat mir erlaubt, ihn bei einigen seiner Expeditionen zu begleiten. Ich schreibe euch aus dem Inneren eines uralten engvitanischen Turms. Um den Turm herum wurde ein ganzes Viertel gebaut, aber den Turm haben die Einheimischen größtenteils unberührt gelassen. Sie haben uns gestattet, hier unser vorübergehendes Wohnquartier einzurichten, damit wir unsere Arbeit ungestört fortsetzen können. Diese Ort kann manchmal beunruhigend sein, Meister Greg aber ist fortwährend guten Mutes. Außerdem erinnert er mich immer schnell daran, dass uns die Dinge, die wir hier von diesem Turm lernen, eines Tages bei einer Heilung für Weitwins Vernetznis helfen könnten. Ich ruhe mich jetzt besser ein wenig aus. Herr Greg fängt gerne früh am Tag an. Okay. Das kann ruhig da rein. Zerknitterte Seite aus Althelms Tagebuch. 7. Tag. Eine Woche des Studiums und wir sind bei diesem Gerät noch keinen Schritt weitergekommen. Tindrick bleibt optimistisch. Ich weiß nicht, was ich ohne seine Motivation machen sollte. Okay. Innerhalb dieses seltsamen Gerätes schimmern und pulsieren Essenzen. Ein Skelettschurke? Skelettzauberer? Oh. Au. Naja, Skelette sind
nicht so schlimm. Die kann ich einfach mal zerbomben.